Moin Moin, Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch am heutigen Donnerstagabend zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, ihr seht tatsächlich richtig. Vor wenigen Minuten hat Blizzard Doomfist auf den Overwatch Public Test Server am PC gespielt. Ja, keine Teaser mehr oder irgendwas, die uns jetzt noch tagelang an der Nase rumführen, sondern Doomfist ist da, Doomfist ist im Spiel. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt, abgesehen von seiner Goldwaffe, wobei die normale Waffe ja schon relativ golden ist, noch keine Skins oder irgendwas, die uns irgendwas über den Charakter erzählen, aber zumindest sehen wir diesen goldenen Handschuh, der ziemlich episch aussieht. Und bevor ich euch vermutlich morgen unsere Gameplay-Videos präsentiere und vielleicht sogar gleich den Stream anwerfe auf twitch.tv/highscoreheroes, dachte ich mir, wir springen einfach mal im Trainingsparcours, schauen uns Doomfist an, schauen uns seine Fertigkeiten an und damit ihr zumindest einen groben Überblick über den Charakter habt. So, los geht's, dann wählen wir Doomfist mal aus. Wir sehen, das erste ist schon mal, Doomfist ist in der Offensivkategorie. Kein Verteidiger, kein Tank. Viele haben ja erwartet, er wird ein Tank, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen konnte, nachdem wir mit Orisa zuletzt einen Tank gesehen haben. So, wir beginnen einfach mal damit, dass wir uns die Fertigkeiten anschauen. Das erste, was wir sehen, ist, Doomfist ist ein Held mit einem Schwierigkeitsgrad 3. Und das liegt tatsächlich ein bisschen daran, in meinen Augen, ich habe mir gerade schon mal kurz angeguckt, dass er viele Kombos hat. Das heißt, Fertigkeiten, die aufeinander aufbauen. Und wir beginnen einfach mal ganz kurz mit seiner passiven Fertigkeit, die offensive Verteidigung. Sorgt dafür, dass wir verursachten Fertigkeitenschaden, dass der kurzzeitig persönliche Schilde schafft. Das heißt, je mehr wir unsere Fertigkeiten einsetzen, je mehr Schaden wir damit machen, umso mehr Schild generieren wir. Also wirklich ein Charakter, der sich selbst sehr gut, dadurch, dass er relativ gut draufhaut, schützen kann. Ist interessant auf jeden Fall. So, dann beginnen wir mit den Fertigkeiten, und zwar ist unsere Primärangriff ist die Handkanone. Das ist eine Schusswaffe mit kurzer Reichweite und einer Streuung, die automatisch nachlädt. So, das testen wir mal ganz kurz, indem ich hier drücke. Ihr seht, wir haben grundsätzlich 4 Schüsse, also diese 4 Bubbles, die da sind. Und das Ganze erinnert mich fast so ein bisschen an Divas Kanone, also es ist eine gewisse Streuung da, es wirkt fast so ein bisschen wie eine, ja, wie eine Schrotflinte. Funktioniert am besten auf kurze Distanz, was natürlich Sinn macht bei so einem Melee-Brawl-Charakter wie Doomfist, dass der auch wirklich up and close in seinen Gegner hier drin sein muss. Und nicht, keine Ahnung. Gehen wir ein bisschen, hier unten haben wir noch ein paar Bots, die weiter weg sind, dass wir quasi hier stehen und wegsnipern. Auch wenn wir sehen, die Streuung auf Entfernung so ein bisschen Schaden macht. Aber ja, es geht halt daran, wirklich nah am Gegner dran zu sein und dann abzudrücken. Die Schüsse laden automatisch nach. Man kann das vielleicht sogar ganz gut timen, dass man, wenn man nicht ganz so viel schießt, dass man immer einen Schuss behält. Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. So, dann gehen wir mal weiter und wir beginnen jetzt mit dem Uppercut, das ist die linke Umschaltfertigkeit. Warum ich jetzt nicht mit dem seismischen Schlag beginne, werdet ihr gleich verstehen. Dieser Uppercut versetzt einen Gegner einen Aufwärtshaken, der ihn in die Luft schleudert. Das werden wir mal ganz kurz testen, indem wir, ich denke mal zu dem hier hingehen. Also ich drücke jetzt mal die linke Umschalttaste, wenn der wieder da ist. Und wie wir jetzt sehen, zack, wir werden in die Luft befördert, er wird in die Luft befördert. Ist also quasi ein Uppercut, wie wir es halt aus vielen Spielen einfach kennen. Also bei so einem Brawler ist es ganz cool. Versetzt seinen Gegner also in die Luft, versetzt sich in die Luft. Und jetzt kommen wir zu diesem seismischen Schlag. Denn hiermit machen wir einen Satz vorwärts und schlagen mit der Faust auf den Boden. Das mag im ersten Moment jetzt relativ eigenständig klingen. Das heißt, zack, springen. Ein bisschen Schaden machen, kurze Distanz überbrücken und quasi den Gegner einfach ein bisschen Schaden zufügen. Warum ich euch diese Fertigkeit aber jetzt nach diesem, wie hieß das andere, dem Uppercut zeige, ist relativ einfach, denn diese Fertigkeiten kann man kombinieren. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel, wie wir jetzt hier sehen, mit dem Uppercut in die Luft befördern und kann dann, zack, mit diesem seismischen Schlag eine relativ große Distanz überbrücken. Also wir haben hier wirklich eine Kombination aus Fertigkeiten. Wir sehen hier sogar so einen Einschlagradius auf dem Boden. Das heißt, ich zeige euch das nochmal. Da seht ihr es. Zack. Und dann kann ich genau dorthin, wo ich hin möchte. Also coole Kombo-Fertigkeit in meinen Augen. Mal gucken, wie anspruchsvoll das sein wird, die später zu nutzen. Aber es schickt Doomfist tatsächlich relativ groß über die Map drüber.
So, machen wir weiter mit dem Dampfhammer. Und das ist unser rechter Mausklick. Gedrückt halten zum Aufladen, loslassen, um auf einen Gegner zuzustürmen und ihn zurückzustoßen. Der Schaden ist erhöht, wenn der Gegner gegen eine Wand prallt. Ja. Diese Fertigkeit, Freunde. Ihr werdet gleich sehen, was die bewirkt. Also, wie gesagt, ich kann es einfach mal zeigen, indem ich ganz normal den Rechtsklick nutze. Zack. Macht einfach so ein bisschen Schaden. Das Besondere kommt auch, wenn wir diese Fertigkeit laden. Dann springen wir nahezu über die komplette Map. Also ich weiß nicht, wie weit hier die Distanz ist. Wir können das mal testen. Aber ihr seht das. Wir fliegen gigantisch weit. Und das Besondere ist natürlich, wenn wir dabei jetzt einen Gegner treffen, verursachen wir deutlich mehr Schaden. Also wenn der Gegner quasi jetzt, selbst hier, wenn er die Wand trifft, übrigens auch schön die Splitter-Effekte, macht das deutlich mehr Schaden als, keine Ahnung, wenn wir die Fertigkeit jetzt zu irgendeiner Seite machen und der Gegner steht frei. Also alternativ, wie gesagt, können wir laden, nach vorne machen oder halt auch einfach so nutzen. Zack. Das Besondere ist, und jetzt kommt ja die passive Fertigkeit rein, die ich gerade schon erwähnte, wenn wir Schaden machen, ihr seht das gerade unten, dass ich Schild, der baut sich jetzt langsam ab über Zeit, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier nochmal Schaden mache, baut sich durch diesen Schaden, den ich hier mache, Schild auf. Also wie gesagt, je mehr wir austeilen, desto mehr greift unsere passive Fertigkeit. Und na, wir sollten immer gucken, dass wir Gegner halt auch gegen eine Wand treffen mit unserem Right-Click. Sobald ich im Developer-Update gehört habe, und das werde ich nochmal testen, geht das Ganze sogar wirklich durch Schilde durch. Also hiermit können wir tatsächlich durch eine Reinhardt-Barriere durchbrechen und das ist schon relativ krass und ja, sorgt dafür, dass wahrscheinlich eine Reinhardt-Verteidigung relativ gut geknackt werden kann, wenn da plötzlich so ein Doomfist angeflogen kommt. Ziemlich, ziemlich krass. So, dann haben wir noch unseren Ult, das ist der Meteoroidenschlag. Gucken wir uns mal hier an. Steigt mit Q in die Luft, bewege den Zielkreis und drücke dann die linke Maustaste, um an der markierten Stelle aufzuschlagen. Ja, wie wir sehen, wir gehen in die Luft, suchen uns aus, wo wir hinwollen. Und landen da und machen Schaden. Hat bei mir jetzt nicht ganz so gut geklappt. Es wird vermutlich auch dafür sorgen, dass viele Gegner auseinanderstürmen. Wir können nochmal eben kurz unseren Ulti laden. Einfach mal zack. Gehen wir hier in die Luft. Also ihr seht schon, wie agil und wie mobil der Charakter ist. Also das war eine Sache, die Orisa, da war uns damals relativ schnell von Anfang an eigentlich klar, dass Orisa einfach kein mobiler Charakter ist. Dass die riesig ist, dass die bulky ist, dass die viel getroffen werden wird. Aber bei Doomfist hier, der echt so mittendrin statt nur dabei ist, das wirkt einfach sehr flott, sehr agil, sehr kombolastig. Und guckt euch das mal an. Also ich fühle mich hier wirklich so ein kleines bisschen mächtig. Ich werde definitiv nicht sagen, dass der Charakter zu stark ist oder irgendwas, weil das sollte niemand sagen. Niemand sollte es sagen, bevor der Charakter nicht mindestens mal ein paar Wochen auf dem Testserver war, getestet wurde. Aber er wirkt halt einfach cool. Also ich finde das, was ich hier gerade spiele und was ich jetzt noch nicht in einem Live-Match ausprobiert habe, finde ich super spaßig. I like. Ja, wir können jetzt auch hier mal, das ist übrigens auch sehr lustig, diesen Metroidenschlag. Der funktioniert sogar hier durch. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, zack. Über die Logik darüber unterhalten wir uns mal, was Doomfist da genau macht. Also der Kerl wirkt echt wie ein Superheld. Der wirkt einfach wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Superman wirkt der teilweise. Auch diese weiten Distanzen, die wir hier überbrücken. Ja, das wirkt einfach super cool, Freunde. Und ich bin ein bisschen happy darum, wie er sich spielt. Ich weiß nicht, ob es ein Charakter für mich wird, weil der ja schon sehr anspruchsvoll zu sein scheint. Aber ich bin auf jeden Fall angetan. Ich bin sehr, sehr angetan. Ja, geht immer in die Kommentare, sagt mir, was haltet ihr von Doomfist, von dem, was ihr jetzt hier seht, was ich euch gezeigt habe, weil es ihn selbst gespielt hat, was sind eure ersten Eindrücke. Mich interessiert das wie üblich und danke fürs Einschalten, Freunde.